Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wie der Trainer immer gesagt hat, nach dem Match ist vor dem Match. In diesem Sinne möchte ich euch in diesem Jahr herzlich willkommen heißen. Ich möchte euch alles Gute wünschen und alles, was ihr euch wünscht, soll in Erfüllung gehen. Im Anschluss an meinen vorletzten Blogpost, in dem es um die Fake-Werbemeldungen von Android-Telefonen gegangen ist, möchte ich mit diesem Blog-Eintrag anschließen. Was könnt ihr tun, um noch sicherer auf einem Telefon zu werden oder zu sein? Braucht es einen Virenscanner? Meiner Meinung nach braucht es nicht unbedingt einen Virenscanner am Android-Telefon. Systemisch ist das Ganze eine recht solide Sache. Der Virenscanner macht nichts, was nicht durch die Google Play Store Plattform abgewickelt wird. Lest dazu bitte auch den Blog-Eintrag. Wenn ihr nur über sichere App Stores wie den Google Play Store oder den Amazon Play Store Apps herunterladet und nicht von irgendwelchen dubiosen Seiten, seid ihr schon mal sehr, sehr sicher auf der sicheren Seite. Und ich werde möglicherweise auch einen längeren Videokurs bauen zu dem Thema. Wie ich immer erwähne, sicheres Surfverhalten, man kann viel abfangen, indem man darauf achtet, wie man sich im Internet bewegt. Und ich hoffe, dieser kleine Blog-Eintrag hilft euch weiter. Und wenn ja, bitte lasst doch eure Bekannten und Kollegen, von denen ihr denkt, dass die das auch benötigen, dieses Wissen. Und vor allem lasst mich auch wissen, wenn ihr über etwas Bestimmtes Bescheid wissen wollt, welche bestimmten Informationen oder über welche Themen ihr Bescheid wissen wollt. In diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen im neuen Jahr und wir sehen uns beim nächsten Blogpost.